So, dann sacken wir das Brötchen hier nochmal ein, nehmen die richtigen Stäbe wieder in die Hand und packen dieses leichtere als eine Feder da mal rein. Zauber sollten wir auch noch vorbereiten und Mana sollten wir eigentlich auch haben. So ein bisschen wenigstens, weil wir ein bisschen mehr Schaden mal verursachen sollen. Aber das müsste jetzt schon reichen. So, jetzt aber da rein. Können wir dich wieder mitnehmen? Ja, können wir. Bisher höre ich keine Gegner. Jetzt höre ich was. Ah. So, Cosmo-Kau rein. Das Platzproblem nervt echt. So, oh, was haben wir da? Hoffentlich einen neuen Zauberspruch. Der Zauberspruch Onura verleiht magische Sicht. Also Wolkensymbol, fast unendlich, Schneeflocke. Flasche brauchen wir auch immer. Okay, ein Apfel kann hier bleiben. Also Wolkensymbol, fast unendlich, Schneeflocke. Ha, okay, dann können wir durch Wände gucken. Wie geil ist das denn? Ja, damit wird das nach Geheimgängen suchen doch gleich viel einfacher. Okay, dahinter liegt ein Raum, aber man kann nicht durchgehen. Ja, sehr nettes Spielzeug. Das schreibe ich mir gleich auch mal auf, damit wir die ganzen Schriftrollen hier nicht behalten müssen. Okay, machen wir kurz Licht. Licht ist 4 Punkte. E und Schneeflocke. Das ist Licht. Dann Kreis mit Strich drunter. E und ein Stiersymbol. Ist dunkel. So, dann kann die Schriftrolle hier auch weg. Ah, das sind die ganzen Tränke, die schreibe ich jetzt nicht auf. Das sind die Fußstapfen. Ah, da ist der Sichtzauber. Also, wieder 4 Punkte. Fast unendlich. Und Schneeflocke. Sicht. So, die können dann auch weg. Und so werde ich nach und nach alle Sprüche einfach mal aufschreiben auf meinem treuen College-Block, damit wir ein bisschen Platz haben im Inventar. So, und hier geht's runter und da geht's weiter und war hier auf dem Weg noch irgendwas? Da haben wir Essen vergessen. Dass wir jetzt übrigens mal einsacken können, weil wir wieder Platz haben. So. So. Obwohl das eigentlich gleich hier rein kann. Sonst haben wir beim nächsten Drop gleich wieder keinen Platz mehr. Also das kann auch rein, das kann auch rein. Das kann auch rein. Hat noch jemand? Oh ja, er hat eine Menge Drumsticks. Da ist auch noch Platz. Sehr schön. Also, sobald wir ein paar mehr Kriegerlevel haben und dementsprechend auch mehr Stärke und mehr Tragkraft, sollten wir auch ein wenig mehr leere Kisten mitnehmen. Damit wir so wie jetzt ein bisschen Essen horten können. Achso, und mein Panikknopf. So, ONE, ONE. Und wollen wir zuerst runter oder? Nee, erstmal das Level schön zu Ende machen. Gucken wir, was da ist. Da schon mal trinken. Trinken ist immer gut. Und ein Ra-Schlüssel. Sehr schön. Sonst ist hier nichts. Dann gehen wir mal da weiter. Da wissen wir, dass hier irgendwo ein Raum ist. Da haben wir mit der Sicht ja hingucken können. Ah, und hier brauchen wir auch den Skelettschlüssel. So, klick. Ha, hier ist aber nicht der Raum. Dann machen wir doch einfach mal den Sichtzauber. Also 4 Punkte, fast unendlich und Schneeflocke. Ja, dahinter ist ein Raum. Nein, wir können da nicht hingehen. Massiv, massiv. Hier hinter ist ein Platz. Ha. Man hört überall ein Dump-Dump. Also ist da keine durchgehbare Wand.
Einen Schalter haben wir auch nirgends gesehen. Nochmal 4 Punkte, fast unendlich Schneeflocke. Hier höre ich nichts. Warum höre ich da nichts? Ah, wer ist da irgendwie so ein kleines, so ein Ring oder so ein Haken? Wenn man auf die klickt, kommt ja auch kein Geräusch. Ah, oder eine Nische. Aber okay. Also wir merken uns einfach mal, hier bei diesem einen Schädel-Dingens ist noch ein Raum hinter. Wir wissen nur nicht, wie wir da hinkommen. Okay, und hier geht es nochmal hoch und nochmal runter. Also runter geht wollte ich ja noch nicht, aber wir können ja mal hochgucken, ob hier vielleicht wieder irgendeine Abkürzung drin ist. So zum Feuerstabraum. Okay, hier ist eine Abkürzung zu dem anderen Schädelschlüssel. Mann, 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 das wird unübersichtlich. Und hier ist der Hauptraum, den ich gar nicht mehr mag. Also, da geht es irgendwo hin. Da geht es irgendwo anders hin. Nee, da geht es irgendwo hin. Und hier geht es dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Da wollen wir auch hin. Gut, jetzt gucken wir mal hier runter. Oh. Hier waren wir schon. Hier haben wir die Schriftrolle gefunden, glaube ich. Man muss erst nach unten, um dann nach oben zu kommen. Und ganz unten ist ein roter Schlüssel. Wird ein roter Schlüssel gebraucht. Also hier waren wir auch schon. Das heißt, da lang, da lang, da lang. Ne, da ging es zum Hauptraum. Ha. Dann ging es hier runter in den Bereich, wo wir schon waren. Nee, auch nicht. Ich bin verwirrt. Hier ist die unsichtbare Wand, aber ich würde jetzt ganz gerne zurück in den Bereich, wo wir den zweiten Schädelschlüssel benutzt haben. Das war nicht hier. Das war nicht da. Hier war es. Ah, okay. Also wir haben eine Abkürzung gefunden zu der ganz langen Treppe mit dem roten Schlüssel. Die wollten wir zwar gar nicht finden, aber gut. Jetzt könnten wir hier noch weiter nach dem Weg suchen zu dem geheimen Raum. Oder wir können... Ja, was können wir denn sonst noch? Nicht viel. Aber hier habe ich schon überall geklickt. Gucken wir mal kurz hier alles durch. Na gut, gehen wir einfach zurück. Hier war das leichter als eine Federrätsel. Dann können wir zurückgehen in den Feuerballraum und dann da wieder zurückgehen, obwohl ich nicht weiß, ob da hinten noch irgendwas ist, was wir erforschen müssen. Oh, Moment mal. Wir müssen zurück zu dem Schädelschlüssel. Da gab es ja noch eine Treppe runter, die ich nicht gegangen bin. Das war dann wahrscheinlich die offizielle Treppe runter, nämlich die da. Also da ist der Schädelschlüssel irgendwo. Da ist die Abkürzung und noch ein Weg runter und hast du nicht gesehen. Aber das wollen wir nicht. Jetzt gucken wir mal hier runter. Ah! Ja. Panikreaktion. Ich mag die Augen nicht. Aber gut, wir gehen jetzt runter und machen gleich Leben einfrieren. Zack. Und der steht falsch. Du. Das scheint nicht sehr lange anzuhalten. Ja, da steht was an der Wand, aber ich will eigentlich erstmal das Auge töten. Das wir gerade hoffentlich getroffen haben. Ist es jetzt abgehauen? Ich hasse die Biester. Ah! So. Das war's jetzt hoffentlich mit den fliegenden Augen. Mann, Mann, Mann. Also, gib Acht vor meinem verdrehten Humor. Der Deceiver? Deceiver ist jemand, der jemanden hintergeht. Also der Hintergeher der Schlange. Okay. Oh, Schlange soll wohl ein Hinweis darauf sein, wie wir laufen müssen. Na gut, Schlangenmuster. Wo fangen wir denn mal an? Wir fangen hier an und gehen rechts rum.
Und dann wurden wir gedreht oder wegteleportiert? Ich glaube, teleportiert. Da dürfen wir nicht. Okay, dann fangen wir da an. Dürfen wir? Dürfen wir? Dürfen wir nicht? Okay. Also dadurch dürften wir nicht. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier links weiter. Dürfen wir? Dürfen wir? Weiter links? Dürfen wir? Weiter, weiter. Weiter, weiter. Also anscheinend dürfen wir die ganze Zeit links an der Wand lang gehen. Ich weiß nur nicht, ob wir uns jetzt wirklich fortbewegen oder ob wir immer wieder zurückteleportiert werden. Ich sehe es nur nicht. Aber das können wir ändern. Wir machen mal die Fußstapfen. Wie waren die Fußstapfen? Das waren die Tränke. Das sind die Fußstapfen. Viereck, Yin-Yang, Schale. Und das sollte jemand machen, der es ein bisschen länger machen kann. So. Viereck, Yin-Yang. Für Schale fehlt das Mana. Bitte, bitte keine fliegenden Augen, die uns aufwachen, wecken. Das war Glück. Das war echt Glück. Das war kein Glück. Ja, Heiltränke. Jedenfalls so, dass die Wunden weg sind. Den Rest können wir wieder hochheilen. Ich hoffe mal einfach, dass jetzt nicht noch ein fliegende Sauge kommt. Das wäre nämlich tödlich für ihn. Das wäre nämlich tödlich für ihn da. Ja gut, das können wir jetzt schon mal wieder knicken. Genau, deswegen können wir es knicken. Nein, weil sobald einer stirbt, müssen wir eh ganz neu anfangen. Was ich echt nervig finde. Also, wir sind wieder bei dem leichter als eine Feder-Rätsel. Da stopfen wir gleich wieder rein. Ich versuche jetzt möglichst schnell die Sachen hier nochmal zu machen. Aber danach werde ich eine ganze Folge lang nur leveln. Denn mir wird es langsam zu albern, dass wir nach ein, zwei Schüssen sofort tot sind. So, hier war eine Schriftrolle. Die war für magische Sicht, kann also gleich liegen bleiben. Das haben wir schon aufgeschrieben. Dum, 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 dum. Da geht's runter. Hier ist irgendwo der Schädelschlüssel mit der Abkürzung. Das können wir schon mal aufmachen. So. Was war hier in dem Raum? Ach so, nur der Ra-Schlüssel. In Anführungszeichen. Obwohl der bestimmt ziemlich wichtig ist. Also ich glaube, ich hatte damals drei oder vier von denen gefunden. Da geht es jetzt runter und da ist das Auge. Gut. Also, können wir noch was ausmisten? Blitzstrahl kann ich noch nicht auswendig, schreibe ich mir später mal auf. Den schreibe ich mir noch kurz auf. Also, Viereck, Yin-Yang und Schüssel. Das macht Fußstapfen. Fuß. Stapfen. So. Der kann also auch weg. Dann speichern wir jetzt hier ab, bevor wir uns unten mit den Augen wieder anlegen. Und wie schon vorgewarnt, in der nächsten Folge werde ich nichts anderes machen, außer Priester-Level, Magier-Level. Und was können wir noch trainieren? Einfach zu trainieren ist es sonst nichts. Ninja-Level müssten wir im Nahkampf gehen, mit bloßen Fäusten und irgendwelche Pilze zerstören. Oder allgemein gegen Gegner kämpfen, die nicht so viel Schaden machen. Oder Sachen werfen. Aber einfach nur stupide Sachen werfen, dauert, glaube ich, ewig, bis dein Level zustande kommt. Aber ja, irgendwas fällt mir schon ein. Wir werden auf jeden Fall so lange trainieren, bis die Folge um ist, also 15 Minuten. Oder mir nichts mehr einfällt. So, speichern, Cut und wir sehen uns gleich wieder. Oder in der übernächsten Folge, wenn ihr keinen Bock drauf habt, zuzugucken, wie ich 15 Minuten lang irgendwelche Knöpfe drücke und mich keinen Meter weiter bewege. Ja, also bis denn.